Moin, moin. Werkstattalltag. Heute geht es mal wieder Caddy 5. Steht bei mir schon im Hintergrund. Da ist die Klimaanlage ausgefallen, beziehungsweise das Gebläse der Klimaanlage ausgefallen. Ich habe mir schon mal einen Ersatz bestellt und den wollen wir jetzt gleich tauschen. Und wie das alles vonstatten geht und was wir alles machen müssen, seht ihr nach dem Intro. So, der Lüfter für die Klimaanlage oder das Gebläse für die Klimaanlage sitzt hier unten. Da sitzt er drunter. Beim Caddy haben wir auch keine Verkleidung für den Fußraum. Und als allererstes werden wir jetzt erstmal die Steckverbindung, die Hauptsteckverbindung lösen. Das ist diese hier. Und dafür werden wir eben einmal den Stecker rausziehen. So, Stecker haben wir raus. Da muss man einfach hier einmal den kleinen Clip nach hinten drücken. Ihr könnt das, glaube ich, sehen. Das ist eine Verriegelung, die eben einmal randrücken und dann kann man den Stecker rausziehen. So, als nächstes müssen wir jetzt den Lüfter hier raus und da zeige ich euch am besten mal dem neuen Lüfter, wie der verriegelt ist. So, das ist ja der neue Lüfter, der da rein soll, das neue Gebläse, was da rein soll. Und da müssen wir jetzt hier die Nase suchen. Und die müssen wir wahrscheinlich nur kurz hochbiegen, weil die als Verriegelung gilt. Der hat zwar zwei Nasen, ich muss mir das gleich nochmal genau angucken, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das die lange Nase mit dem Pfeil ist, die einmal kurz angehoben wird. Und dann wird der Lüfter einfach gegen den Uhrzeigersinn rausgedreht. So, den Lüfter habe ich raus, die Nase sitzt ganz hinten und es ist tatsächlich so, die muss einmal kurz angehoben werden, damit wir über die Arretierung kommen. Und der wird ja nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern mit dem Uhrzeigersinn rausgedreht. So, jetzt müssen wir noch hier das Steuergerät umbauen. Das ist das nächste. Das gehört ja noch mit auf den neuen Lüfter. Apropos, falls jemand eine Teilenummer haben will. Oh, ich blende die mal mit ein. Ich guck mal eben, dass ich das scharf kriege hier. Da ist die Teilennummer 5Q181902 1H wie Heinrich. Jawohl. So, jetzt geht es um den Umbau weiter. Jetzt habe ich hier mal die beiden Gebläse nebeneinander liegen. Das ist der original eingebaute, das ist ein Zubehörgebläse. Man sieht, das Kabel ist hier ein bisschen anders. Hier kommt das da unten raus und hier geht es da oben raus, aber das sollte passen. Als allererstes werden wir hier den Stecker erstmal entfernen und dann werden wir hier die beiden Schrauben, das sind 20er Torx, rausdrehen. Stecker lösen wir wie den anderen auch. Hier eben die Arretierung nach hinten ziehen und dann können wir den einfach nach oben rausnehmen. Der hat halt genau die gleiche Arretierung wie der andere Stecker. Jetzt geht es weiter, hier eben die beiden Schrauben rausdrehen. Die beiden Schrauben habe ich raus und jetzt kann man hier das Steuergerät so entfernen. Gegebenenfalls müssen wir das von unten einfach mal ein bisschen gegendrücken. Das kann sein, dass das da eingerastet ist. So kann man das Steuergerät rausnehmen. Das sind die Kühlrippen, die müssen dann auch wieder rein. Und wir setzen es dann gleich einfach hier auf den neuen Lüfter. Ich schraube das wieder fest. So, wieder eingebaut. Und jetzt müsst ihr auch darauf achten, wenn ihr den einbaut, dass er hier auch richtig drin sitzt. Weil der hier unten ziemlich stramm reingeht. Der muss schon, ja, so kann man es sehen, komplett mit seinem Kühlkörper in der Passform sitzen und dann nicht, dass er irgendwie verkantet. So, zu guter Letzt setzen wir hier den Stecker drauf. Lassen den einmal einrasten. So, der ist eingerastet. Und dann wird das neue Gebläse wieder reingesetzt. Genau wie das alte raus, rein und dann gegen den Uhrzeigersinn einmal verriegeln. So, das Gebläse ist wieder drin. Jetzt will ich mal gucken, ob ich euch das noch ein bisschen besser zeigen kann. Da hinten, drei Hände wären jetzt nicht schlecht. Beleuchtung. Und so, da ist ja die Nase. Und wenn ihr die jetzt auf dem Video
nach rechts dreht, dann kann man, also man muss sie hochheben und dann nach rechts drehen, da geht es so ein bisschen bergab mit der Arretierung und da müsst ihr die dann auch wieder einsetzen und dann nach links drehen, um die zu verriegeln. So, Gebläse sitzt drin, alles wieder angeschlossen und jetzt probieren wir aus, ob es funktioniert. So, eins hatte ich natürlich vergessen, das Wichtigste. Wir müssen natürlich auch die Hauptstromversorgung, die wir als allererstes abgezogen haben, wieder reinsetzen. Das habe ich gerade gemerkt, als ich einen Test fahren wollte, funktionierte gar nichts. Und jetzt geht es gleich oben weiter. So, mittlerweile sind wir da auch im Auto und jetzt kann man das, glaube ich, gleich hören, wenn ich das Gebläse mal hochstelle. Es geht wieder alles und die Reparatur war erfolgreich. War kurz und knapp. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Ich habe gesehen, irgendwie 92% gucken immer noch ohne Abo. Das wäre eine Belohnung für mich, wenn ihr ein Abo oder den Kanal abonniert. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. Und schreibt was in die Kommentare, allein für den YouTube-Algorithmus, um mich so ein bisschen zu unterstützen. Das wäre ganz lieb. Schöne Grüße aus Oldenburg. Bis zum nächsten Mal.